ganz unhöflich. Ich habe gar nicht gefragt, wie du heißt, ne? Ich bin Olga. Olga. Holger und Olga. Ja, ich weiß, das habe ich schon auch gesagt. Ja, so muss das, Mann. Wenn ich eine Tochter kriege, nenne ich die auch Olga. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands. Heute mit einem sehr großen Namen: Steffen Hensler, Sternekoch. Ihr wisst, wir haben schon öfter bei meinen Videos große Namen gehabt. Und es gibt keine Vorschusslorbeeren. JP Performance zum Beispiel hat bei mir jetzt völlig durchgefallen. Steffen Hensler, schauen wir, ob er seinen Namen gerecht wird. Ich danke euch für alle eure Kommentare. Das ist das, was die Mission weitergehen lässt. Das ist das, wovon ich lebe, was mich supportet. Genau wie Daumen oben, alles drum und dran. Es gibt eine Belohnung, die ist hier oben eingeblendet, für den, der meinen bisherigen besten Burger toppt. So, das geht immer weiter vom Video. 50 Euro jedes Video drauf, bis ich den besten Burger habe. So, wir fahren jetzt los. Es geht zu Steffen Hensler ins Restaurant Ahoy in Hamburg. Let's go. So, wir sind auf dem Weg zum Hensler vom anderen Dreh. Und Ahmed hat es eben schön gesagt, ich bin mit Ahmed unterwegs. Er sagt, Hensler wird richtig abreißen. Meine Erwartungen sind auch hoch, weil Hensler, man kennt ihn aus dem Fernsehen, man weiß, es ist ein Spitzenkoch. Wenn so ein Mensch einen Burger kreiert, erwartet man viel. So, und ich hoffe für euch gleich, euch sagen zu können, dass es abreißt. Das habe ich am liebsten, dass ich richtig plaudern kann aus dem Vollen. So, was alles geil ist am Burger. Und wir werden jetzt hinfahren. Hier ist so scheiß Wetter in Hamburg, Mann. Da vorne, ich habe ihn schon wie sagt man? Ich habe ihn schon gespottet? Nein. Ich habe ihn... Ahmed! Wie sagt man das? Wie sagt man das, Sascha, Mann? Sascha, schreib mal da rein. Wenn ich Laden ausfindig gemacht habe, sagt man doch irgendwie so, ich habe ihn gespottet oder so. Ja. Irgendeinen Spruch gibt es da. Weißt du, wie der war? Ich hab ihn gefunden. Ja, aber dafür gibt es doch so ein krasses Wort. Geil, Mann. Ich habe den Laden gesehen jetzt. Scheiße. Willkommen zurück auf Holles kulinarischer Reise. Ein freundliches Hallo und Moin Moin aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Heute besucht Holle das Ahoy vom einzig wahren, unglaublich gut aussehenden, weltbekannten TV-Sternekoch Steffen Hensler. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und hier ist der kritischste, saftig-knaftigste Restaurant-Tester aller Zeiten, Holle 21614. So, wir sind jetzt am Start hier. Ja, die nette Dame hat uns zu Tisch gebracht. Vielen Dank dir erstmal. Sehr gerne. So, also, kannst du uns sagen, was erwartet uns denn jetzt bei dem... Wir wollen Burger essen, ne? Burger sind die besten hier, ja. Auf jeden Fall. Fish and Chips ist der Klassiker, was bei uns am meisten bestellt okay. wird. Ich sag dir mal so, was ich denke, bevor ich jetzt hier in den Laden gegangen bin, ne? Weil es ja vom Steffen Hensler ist, denkt man natürlich, er ist ein Sternekoch, ne? Ja, klar. Da erwartet man natürlich, das ist nicht so, als wenn du zu der Frittenbude nebenan gehst, sondern man erwartet, dass was Gourmet-technisch ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, die Aussage würde zutreffen, oder wenn du sagen könntest, würdest du sterben für diesen Burger? Sterben nicht, aber ich würde sagen, das ist einer der besten Burger, die ich gegessen habe. Der Cheeseburger ist erste Klasse. Okay, also man kriegt einen Burger, den kennt man so nicht. Genau. Cool. Okay, dann warte ich gleich mal auf deine Bedienung. Was für einen Burger würdest du mir empfehlen, den ich dazu sagen? Den Teriyaki-Burger, den empfehle ich gefühlt allen Gästen und bis jetzt alle zufrieden gewesen. Okay, es ist aber mit Rind oder ist der mit Hähnchen? Mit Hähnchen. Also, erstes Feeling, ihr kriegt ja auch vom Interieur. Es sieht hier schon gehoben aus, sternemäßig. Es sieht aus, so wie man es vom Hensler erwartet, dass man was Besonderes kriegt. Ganz unhöflich. Ich habe gar nicht gefragt, wie du heißt, ne? Ich bin Olga. Olga. Holger und Olga. Ja, ich weiß, das habe ich schon auch gesagt. Ja, so muss das, Mann. Wenn ich eine Tochter kriege, nenne ich die auch Olga. Sehr schön. Also ich nehme nach deiner Empfehlung den Teriyaki Beef Burger. Du hast mich heiß darauf gemacht, ehrlich. Sehr gerne. Und wir nehmen noch dazu eine Currywurst, auch mit dem Kalbsfleisch, ne? Ja. Kalbsfleisch ist da drin, die nehmen wir. Was bedeutet eigentlich Fritten Hensler-Style? Da werden die Fritten anders gewürzt, mit dem Hensler's Black End gewürzt. Auf die Pommes kommt frische Peperoni-Mayo oben drauf und eine Salatmischung aus Zwiebeln, Koriander und Peperoni. Okay, geil. Wir haben gerade hier schon festgestellt, es sind stolze Preise. Gut, Kalb in der Currywurst natürlich teurer als Schwein. Ich zahle lieber mehr und habe was Gutes, anstatt irgendwie Scheiße und spare am falschen Ende. Aber 12,90 für eine Currywurst und Pommes dazu ist schon höher, klassisch, ne? Ist schon brutal. Der Burger, das geht. Oh. So, die Currywurst. Oh, die Currywurst. Stell ich mal kurz hier hin. Ich danke dir, Olga. Wir werden es uns schmecken lassen. Guten Appetit. Danke. Das sieht so köstlich aus, Mann. Das ist nicht einfach hingeklatscht, wisst ihr?
das eine Anregung. Pommes sind krank, Leute. Pommes sind. Um Fritten zu Fritten Hensler-Style zu machen, würzt sie mit Black End Gewürz. Verfeinert sie mit roten Zwiebeln, Peperoni und Koriander und serviere das Ganze mit Peperoni-Creme. Ich sag euch dieses Feeling, Freibad-Feeling. Früher, warm, kleines Kind, gehst zum Kiosk, zack, holst dir Pommes. Die machen da dieses rote Pulver drauf. Dieses typische, das ist Freibad. Und das hier, die Pommes sind krank. Wenn ich das denke, ich bin so ein Fettsack. Mein Kollege Ahmed ist gleich auch noch ein Burger, ne? Davon mal abgesehen. Ganz kurze Werbung unterbrechen für Z Plus Fitnessfood. 30% Rabatt diese Woche. Bratlinge, Falafel, Wraps, alles was das Herz begehrt. Eiweiß immer am Start. Und das Ganze kriegt ihr auf zplus.de. Das geht weiter im Video. Ist schon special. Die Soße ist heftig. Ich sage euch so, wie es ist. Eine leichte Süße, wirklich geschmeidig. Nicht irgendwie direkt viel Zucker dran. Geschmeidig abgestimmte Süße. Geschmeidige, saure Note. Die ist Teriyaki. Und übergehend, als wäre es füreinander geschaffen, dieses Brötchen, was auch eine leichte Süße hat. Wo du erst überlegen musst, kommt es von der Soße, kommt es vom Brötchen? Nein, es kommt von beidem. Fluffig das Brötchen. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Es wurde an der Fleischzusammensetzung getüftelt. Ist nicht dieser typische Fleischgeschmack, wie man ihn von vielen Burgern, wo ich sehr, sehr positiv geflasht war vom Fleisch, wo man erst mal merkt, boah, da ist ein guter Fettgehalt drin, da ist richtig Dampf, da ist dieses schöne Fleischaroma drin. Beim Fleisch, wenn ein Burger-Patty geil schmeckt und der Fleischgeschmack präsent ist, was er halt eben oft nicht ist, dann gibt es so einen typischen Fleischgeschmack, der sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr lecker ist. Und das Fleisch hat auch einen Geschmack, aber einen ganz anderen, als den halt eben die meisten Burger-Patties haben, wenn sie einen haben. Irgendwie muss die Fleischzusammensetzung anders sein als bei vielen anderen Fleischsorten. Der Fleischgeschmack ist schon mal da. Vielleicht die Pfeffernote auch da im Fleisch. Nicht zu doll, perfekt. Und weißt du, was ich auf Fleisch auszusetzen hatte? Ein bisschen Konsistenz. Wir haben zum Beispiel bei meinem Top-Burger in Oldenburg bisher die Körnung, die Textur des Fleisches. Perfekt. Das ist mir ein bisschen zu komprimiert, ein bisschen zu hart. Meckern auf hohem Niveau bei dem Burger. Ist auch nur ein eventuell Verbesserungsvorschlag, in Anführungsstrichen. Wirklich interessant zu schmecken und den kann ich euch nicht genau erklären, den müsste man probieren, aber es ist eine andere Zusammensetzung, wenn ihr mich fragt. Und nochmal einmal kurz die Pommes hier. Ich werde immer mehr zum Koriander-Fan. Vor ein paar Monaten hätte ich mir so sagen können, kein Koriander-Fan. Die Pommes, die Zwiebeln. Heftig. Gehen von Pommes, nur nebenbei für die Bewertung von den Pommes. Hier bin ich eine 9 von 10. Wirklich heftig. Leckere Currywurst, Kalb halt drin. Leichte Currynote. Standard-Currynote, aber für mich auch Geschmack echt eine Standard-Currywurst. Leckere Currywurst, aber für mich nicht herausragend. So nur kurz. Das ist aber wirklich lecker. Würde ich mir wieder bestellen. Jetzt zur Bewertung vom Burger. Unter der Berücksichtigung. Heftige Soße, perfekte Pfeffernote, leckeres Brioche. Es gibt kaum was, es gibt eigentlich nichts am Burger, wo man sagen kann, es ist nicht gut. Aber wir suchen den besten Burger Deutschlands. Und da kann man sagen, wo es anderen Burgern noch was nachsteht. Röstaromen am Fleisch war mir nicht genug für den besten Burger Deutschlands. Brioche war mir auch nicht das Beste, das ich bisher hatte. Sehr lecker, top, aber nicht das Beste. Und die Fleischkonsistenz hat mir auch nicht so geschmeckt von der Körnung, vom Gesamtfeeling im Mund. Einfach wie es sich anfühlt. Wie fühlt es sich an? Da gibt es einen 8,2 Top-Burger. Jederzeit, wenn ich hier reingehe, probiere ich den Burger wieder. Aber ja, das beste Burger Deutschlands nicht gelangt. Ich danke euch fürs Zugucken. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da, alles, bitte ballert voll, wir wollen weiter nach oben, wir wollen wachsen. Und an alle Supporter, danke für eure ganze Hilfe, auch Kommentare an sich, geht Videos gucken, Daumen oben. Auch heute zähle ich wieder auf euch und wir sagen, bis zum nächsten Mal.